Hallo und herzlich willkommen zu unserem Infrarotthermometer-Ratgeber. Heute einmal mit einem ganz besonderen Thermometer, nämlich mit einem Mini-Infrarotthermometer. Und zwar ist das das TFA Mini-Infrarotthermometer Flashpen 31125. Das kommt von der Firma TFA Dossmann. Die sind durchaus bekannt, vor allen Dingen in Deutschland, für digitale und analoge Messgeräte. Meistens auch tatsächlich Thermometer oder auch Hygrometer, Wetterstationen. In vielen Regalen sieht man die, also auch im Laden, jetzt nicht nur online. Und wir haben uns dieses Gerät einmal rausgepickt, dieses Mini-Infrarot-Thermometer, einfach weil es eine besondere Kategorie ist. Die hat ein paar Besonderheiten, auf die wir euch gerne einmal hinweisen möchten. Und das zeigen wir euch anhand von diesem Gerät. Ja, was kann man damit machen, was kann man damit vielleicht auch nicht machen. Und für diese Demonstration haben wir das Ganze bei Amazon bestellt. Und das Gerät kommt, so wie ihr es hier seht, mit einer netten kleinen Verpackung in einer Blechdose. Ihr kriegt dementsprechend das Infrarotthermometer und ihr kriegt zwei Sätze Batterien. Also Einsatzbatterien, das sind LR44, zwei Knopfzellen, die sind schon drin. Und die anderen beiden werden mitgeliefert. Das ist richtig toll, weil man da natürlich wechseln kann und nicht jeder hat unbedingt Knopfzellen zu Hause rumliegen. Ja. Dazu gibt es noch eine Bedienungsanleitung, die ist mehrsprachig, da ist auch Deutsch mit dabei, das ist sehr schön erklärt. Aber tatsächlich, es gibt diesen einen Knopf, der da drauf ist und der ist da, um die Temperatur zu messen. Und das macht man dann auch mit dem Gerät. Okay, was hat das Gerät für Spezifikationen? Ihr könnt hier einen Temperaturbereich von minus 33 bis plus 220 Grad messen. Das ist tendenziell weniger als so ein klassisches Infrarotthermometer in Pistolenform. Aber je nach Anwendungszweck liegt hier ganz klar der Vorteil in der Größe des Gerätes. Ja, ihr könnt es halt wirklich in die Hosentasche stecken. Schauen wir uns das doch einmal genauer an. Das Gerät selber ist 8,5 cm lang. Hat hier so einen kleinen Clip, hat im Durchmesser 1,5 cm und kann damit sehr schön verstaut werden in der Hosentasche, in der Babywickeltasche, je nachdem für was ihr es verwendet oder irgendwo dann im Blaumann in kleinsten Taschen mit drin. Das hat einen Emissionsgrad fixiert bei 0,95, also wie viele andere Infrarotthermometer, den kann man auch nicht verstellen. Das heißt, wenn man eine spiegelnde Oberfläche hier messen wollte, dann sollte man diese Oberfläche mit einem Stück Tesafilm oder Stück Isolierband bekleben und da drauf messen. Messgenauigkeit ist plus minus 2 Grad Celsius, wie andere Infrarotthermometer auch. Was ist besonders, was muss man beachten bei diesen kleinen Infrarotthermometern? Ja, zum einen ist kein Laser mit dabei. Also ihr seht, ich messe hier wieder auf unserer Teetasse und sagte mir, das ist 59 Grad heiß. Aber ich habe eben hier keinen Laser, der irgendwas mir anzeigt, wo ich gerade messe. Ist aber durchaus entbehrlich, weil es kommt ja auf den Verwendungszweck an, wo ihr es verwendet. Zum anderen, ihr müsst sehr nah am Objekt dran sein, denn je weiter ihr vom Objekt weggeht, desto größer wird der Kegel, den ihr messt. Also es gibt hier ein Messverhältnis von 1 zu 1, das heißt, wenn ihr 1 cm weg seid, ist euer Messfleck 1 cm groß. Und so verhält sich das natürlich auch, wenn ihr besonders weit weg seid. Also hier mit diesem Gerät immer nah rangehen an das Messobjekt, ganz wichtig. Generell, was ist gut an Mini-Infrarot-Thermometern? Sie haben eine handliche Größe, passen super in die Hosentasche, ihr könnt sie überall einsetzen. Ihr könnt eine schnelle kontaktlose Messung machen und Anwendungsbereiche sind in der Küche. Ganz wichtig auch die HACCP-Kontrolle. Wenn ihr Temperaturkontrolle von Lebensmitteln machen müsst und protokollieren müsst, habt ihr das sehr schnell verfügbar. Ihr könnt es natürlich sonst überall im Haushalt nehmen. Ihr könnt Babynahrung messen. Passt sehr schön in die Wickeltasche, können wir aus eigener Erfahrung bestätigen. Oder eben in der Werkstatt, wenn ich schnell mal wo eine Punktmessung durchführen möchte, kann ich ja auch nah dran messen. Das geht alles richtig gut. Was muss man beachten? Was ist, sagen wir in Anführungsstrichen, ein Nachteil generell von Mini-Infrarot-Thermometern? Sie haben fast alle oder alle keinen Laserpointer, zumindest ist mir keins bekannt, der mir das Objekt genau anzeigt, wo ich gerade hinziele. Und man sollte möglichst nah messen. Ja, aber wenn man nah misst, dann braucht man auch den Laserpointer nicht, weil dann hat man eine Idee, welche Fläche man gerade misst. Kurz zusammengefasst das Ganze, wer ein besonders kleines Infrarotthermometer sucht, der ist mit so einem Stiftthermometer, in dem Fall das Modell, das TFA Mini Infrarotthermometer Flashpen von der Firma TFA Dossmann, ist er gut beraten, da ist das richtig toll, dafür klare Empfehlung. Wenn es um den Preis geht, sind die tatsächlich etwas teurer. Das muss es einem wert sein. Das Gerät, was ihr hier seht, kostet zwischen 30 und 35 Euro auf Amazon. Ein klassisches Infrarotthermometer gibt es schon ein ganzes Stück günstiger, aber passt eben nicht in die Hosentasche. Also da muss man für sich selber entscheiden, was einem wichtig ist. Ja,
Zu diesem Gerät, es gibt noch eine Alternative, die hat die gleiche Bauform. Das ist das Spacetech Mini One IR, also Infrarotthermometer. Das findet ihr schon in Preislagen um die 20 Euro, auch auf Amazon. Hat aber in den Bewertungen nicht ganz so gut abgeschnitten. Von daher wäre das eher so ein Trial and Error, wo man sagt, kann ich ausprobieren. Und im schlimmsten Fall hat man natürlich immer die Möglichkeit, hier auch wieder Sachen zurückzutauschen, wenn sie nicht gut funktionieren. Also, von unserer Seite hier für das TFA-Gerät, klarer Daumen hoch. Ist ein bisschen teuer, dafür klein und praktisch. Und wenn ihr weitere Infrarotthermometer euch anschauen wollt, die mal vergleichen wollt, dann schaut auch auf unserer Webseite vorbei. Die verlinke ich euch hier unter dem Video. Und hier findet ihr Tabellen, die aktuellen Preise und die Funktionen gegenübergestellt. Und wenn ihr sagt, das Infrarotthermometer gefällt mir, das möchte ich gerne bestellen, dann findet ihr unter diesem Video auch einen Link zum Produkt. Da gibt es keinen Aufpreis, aber wenn ihr diesen Link verwendet, dann unterstützt ihr uns, dass wir hier weitere solche Videos machen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.